Ja, ihr Lieben, jetzt habe ich mein Krafttrainingsprogramm fertig absolviert, habe geduscht und jetzt habe ich mich mal kurz in den Garten gesetzt und ja, nehme ein bisschen Sonne mit für 10 Minütchen, habe mein Wasser dabei und werde jetzt meinen halben Liter schnell wegtrinken. Und ich sehe gerade im Garten, hier fliegen andauernd seit Tagen voll die fetten Libellen rum. Muss ich jetzt Angst haben? Ich habe Angst vor Libellen, oder? Weiß ich gar nicht. Spinnen mag ich nicht, Ratten mag ich nicht, ich glaube Libellen mag ich auch nicht. Die sehen zwar irgendwie cool aus, so im Schmuck oder so, oder auch so Bildern, aber ich muss die jetzt hier nicht im Garten haben. Vor allem nicht, wenn der kleine Mann wieder hier zu Hause ist. Achso, guck mal, das ist unser Trampolin, ihr Lieben, das ist echt riesig groß und ja, macht richtig Spaß. Nicht immer, weil wenn man nonstop hüpfen muss, dann irgendwann nicht mehr. So, ich werde jetzt mal runtergehen und dann mich an meinen Schnittplatz setzen und einfach ein bisschen schneiden. So. So, ihr Süßen, ich koche jetzt was zum Mittag. Das sind jetzt Kohlrabi-Links, Paprika, eine ganze dicke fette Aubergine und dann schneide ich noch dazu drei dicke fette Lauchzwiebeln. Und dazu kommt jetzt gleich noch Hähnchenbrustfilet, mageres, und werde dann noch anschließend eine Knoblauchzehe eindrücken. Danach werden noch Pinienkerne angeröstet. Hier ist der Wildreis fast fertig. Und ja, das Ganze wird dann gleich noch mit ein bisschen Sahne abgeschmeckt und achso, frische Tomaten kommen auch noch mit rein und natürlich auch die Petersilie. Jetzt so direkt hinterher habe ich jetzt die Lauchzwiebeln klein geschnibbelt und jetzt geht's weiter. So, das Essen kocht jetzt schön vor sich hin. Da sind jetzt auch noch ein paar Tomaten mit drin und jetzt drücke ich noch eine Knoblauchzehe aus und da kommt gleich noch ein bisschen ein Klecks Bresso mit rein und ein bisschen Sahne. Lecker! Das ist unser Bärchenteller, so eine kleine Nubischale. Und ja, ich habe mir das irgendwie angewohnt in letzter Zeit oder schon ewig. Wir essen immer aus so Müslischalen. Ja, da reißt es schon drin und jetzt kommt unser leckeres Essen. Ganz duftig, herrlich, lecker. Jetzt noch ein bisschen Süßchen drauf. Und dann, jetzt kommen noch die Pinienkerne mit drauf. Perfekt.